Ja, wir werden ja in diesen Tagen von Nachrichten überschwemmt über die aktuelle Situation. Und ich schaue dann immer mal, dass ich auch abseits der Mainstream-Nachrichten mal was finde. Und da gibt es ja hier über RTTY, das hatte ich schon mal gezeigt, ein Service, wo man also mit aktuellen Nachrichten und Zahlen und so weiter, allerdings auf Englisch, informiert wird. Und man stellt aber keinen Sender ein, wie man das sonst gewohnt ist, sondern man lässt eine MP3-Datei abspielen. Und die kann man. Ich mache euch mal die Adresse unter das Video. Die kann man abrufen und dann braucht man das MP3 nur abzuspielen. Na, jetzt wird er gar nicht mehr scharf. Ja. Und ihr müsst dann einstellen, also RTTY, also hier beim FL-Digi. Müsst ihr einstellen als Betriebsart RTTY und dann das erste RTTY 45. Das wird dann mit einem Shift von 170 Kilohertz, ist das schon voreingestellt, das ist richtig. Und da sieht man ja auch schon diese roten Balken. Da muss man halt drauf zielen, nicht? Mit diesem, na, mit diesen gelben Strichen. Und dann funktioniert das. Ja, nur eine kleine Zwischenmeldung. Ich zeige euch auch noch die Seite kurz, wo ich das gefunden habe. Also, so, und zwar ist das diese Seite hier. Und da gibt es. Mache ich euch auch unter das Video. Und da könnt ihr halt diese MP3-Dateien abrufen. Also da sind die Links, die ihr braucht. Ich habe jetzt ITTY Broadcast genommen. Ihr könnt auch Europe News mal probieren. Und da muss man hier nur so draufklicken und dann wird dann die MP3-Datei abgespielt, die wird ja immer wieder abge, also die könnt ihr ja starten, wie ihr wollt, also könnt ihr auch erstmal üben, die Einstellung machen und dann nochmal von vorne anfangen. Ist also alles ganz entspannt. Ja, so, dann habt ihr eure Nachrichten empfangen und jetzt habt ihr vielleicht keine Lust, das alles auf Englisch zu lesen. Und jetzt wollte ich das eigentlich markieren. So, jetzt ich markiere jetzt hier mal was. Steuerung C. Kopieren. So, und dann gibt es hier so eine Seite. Da mache ich euch auch den Link natürlich in die Videobeschreibung. Ihr wisst ja jetzt, wo ihr die findet. Ich hatte hier auch extra noch ein Video gemacht und jetzt auch ein neues Intro vor jedem Video. Jetzt mache ich Steuerung V. So, jetzt ist es eingefügt und direkt auf der rechten Seite, na, ist die Übersetzung. Könnt ihr sogar parallel mitverfolgen und ein bisschen Englisch lernen. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, so gut es eben geht. Und alles Gute, gute Gesundheit. Bis dann.